Horro. Jetzt kommt langsam wieder die Zeit, in der es etwas wärmer ist, es einen nicht mehr so sehr friert. Man also morgens, wenn man aus der Decke sich auspackt, nicht sofort eine Gänsehaut hat. PS, wer Gänsehaut, schlägt auch Enten. Die Hand reichen, Kamerad, zu einem kleinen Italiener und allen seinesgleichen. Was sagst du dazu? Krämer trocknete seine Arme an der Schürze und kam in der Apothekerstube herein. Ich bin nicht bereit und viel erfahren wie du, Pinello. Ein wenig weiß ich, was wir gewesen, kaum was wir sind. Aber bleibe bei uns. Komm mit mir nach Hause und stell dich auf den Wachturm auf dem Brunkelberg und rufe hinaus, dass alle sich um dich versammeln sollen, die ihr Leben für eine Tat wagen wollen. Einerlei was für eine? Einerlei, ob sie von Zweck ist. Einerlei, wenn du auch nur eine Volkswanderung auf eine Nacht altem Eis über das Aalandmeer vorzuschlagen hättest. Da wirst du erblassen und merken, dass du eine Feuerfackel geschleudert hast. Dürre Fichtenzweige können brennen. Du, und dann riecht es wie Spezereien und Rauchwerk auf dem Morgenlande. Seine Hände fassten brüderlich die schwarzbraunen des Freundes. Warum dann arbeiten, so fleißig in die Nacht hinein? Fragte der Italiener. Krämer antwortete, ich gerbe mein Ochsenleder, damit ich es, sobald es weich und bearbeitet ist, Frau Beck und ihren Schulkindern geben kann. Sie wollen Wämser daraus nähen, die wir heimlich unter den Röcken tragen können. Es ist hier eine Verschwörung angebahnt unter den Gefangenen bis weit weg nach Argangels und Kasan. Mit den Waffen in der Hand wollen Männer, Frauen und Kinder zurück und durch ganz Russland ziehen bis zum König in Bender. So sind die Schweden nun geworden. Willst du uns folgen, Gitarrenzupfer? Die Gefangenen von Tobolsk. In einer der leeren Straßen von Tobolsk lag ein unangestrichenes Holzhaus und oben in der Giebelkammer versammelten sich einige der schwedischen Kriegsgefangenen. Der Tisch stand gedeckt mit eingeweichten Hechten, Pfannkuchen und Hafersuppe. Und die gottesfürchtige Frau Beck, die soeben Frau Morton geholfen hatte, die Kinder im Nähen zu unterrichten, war für den Abend zur Wirtin auserlesen. Schwere Tritte rüttelten die Bodentreppe und unaufhörlich wurden die Tür geöffnet. Da kam Hauptmann Wrech mit seinen Andachtsbüchern und der zurückhaltende Fähnrich Stieranflücht, der nie zu einem Lächeln bewegt werden konnte, und der lebhafte Leutnant Köhler, den alle miteinander als Schullehrer ihre kärgliches Brot verdienten. Leutnant Sprengt pochten, der noch ums Handgelenk die Spuren von Ketten im Turm zu Kasan trug, sprach so laut mit dem schönen Leutnant Rotlieb, dem schweren Nöter, dass Frau Beck ihnen fragende Blicke zuwarf. Der hinkende Hauptmann Ruhezow, der am Memelstrom dem König auf den Fersen gefolgt war und der in der Gefangenschaft noch immer geputzte Hauptmann Wuld, traten herzu und untersuchten die Schnupftabakhörner, Haarbeutel, Pferdehaarperücken und Nachtmützen, die der Kornett Ennis und seine Freunde verfertigt hatten und jetzt in seinem Korbe vorzeigten. Dort kam Leutnant Strahlenberg, der eben von seinen Karten aufgestanden war, nachdem er den ersten Meridian über Tobolsk gezogen hatte. Die Kornette Fries, Westfeld und Toll, die singend auf den Höfen herumgezogen waren, rasselten mit ihren leeren Sparbüchsen. Rittmeister Hall, der Färber geworden war, schwang mit seinen dunkelblauen Fingern die Zuckertüte über den Pfannkuchen. Rittmeister Ridderborg, der sich durch Sticken den Lebensunterhalt erwarb, zog aus seiner Rocktasche Knäuel von Silberdraht und stellte sie um die Schüssel herum auf wie bunte Ostereier. Leutnant Bethaber, der Goldschmied geworden war, legte auf die Tischkante einen glänzenden Dukaten zum Anschauen, den ersten, den sie seit 2 ganzen Monaten zu sehen bekommen hatten. Die jüngeren Leute drückten sich verzagt und steif an die Wände, die Hände im Rücken. Habermann, der gute Gymnasiast aus Viborg, der als Knecht diente und geflickte Lederhosen trug, stellte sich verlegen dicht wieder den Türpfosten, so dass Rittmeister Balek,
der selber nur ein feuchtes Brauhaus zur Behausung hatte, ihn an den Tisch heranziehen musste. Auch Bergmann, der den Rang eines Kornetts gehabt hatte, aber degradiert worden war, weil er während der langen Wanderung von Poltawa seinen Vorgesetzten gedroht und geflucht hatte, hielt sich so verschämt an der Ofenkante fest, dass Frau Beck ihm von den Gerichten vorlegen und den Teller reichen musste. Jetzt klatschte Wrecht in die Hand und fing an zu reden. »Wir danken dir, himmlischer Vater, für deine Güte gegen uns arme, elende Gefangene, die wir jetzt alle Sonntage uns zu einer gemeinsamen Mahlzeit vereinigen können, wie in alten Tagen. Nächst dir danken wir den redlichen Kameraden, die durch ihre Hände Arbeit es dahin gebracht haben, dass wir auch mitunter unsere bedürftigsten und verärmtesten Brüder und Schulkinder speisen können. Auch hat Belau, unser einstmaliger treuster Arzt, der jetzt in Moskau gestorben ist, uns einen Schlafrock aus Seide vermacht, und der ist für 7 ganze Rubel und 20 Kopeken verkauft worden. Wo die Gefangenschaft uns zu heilsamer Prüfung geworden ist, werden wir doch jede Stunde gewahr, die deine Hand mit uns ist. Wir haben dieser Tage vernommen, dass Erik Armfeld, der in Harleisen die Ketten bis jetzt an den Festungsmauern festgeschmiedet gewesen ist, nun zur Freiheit verholfen wurde, und wir verdanken dir, dass Pieper, unser alte Exzellenz, zu einem lebendigen Glauben bekehrt hat und sie, durch die Hungersnot von menschlicher Schwachheit geläutert, nunmehr in die Gerechtigkeit deines Himmels eingetreten ist. Als Wrech schwieg, trat Stjernflücht vor und fuhr fort zu reden. Ehe wir uns niedersetzen, rufen wir dich an, Vater, für alle unsere Landsleute, die in den Schwefelgruben und Steinbrüchen fernab in der Tartarei und im Talkessel an der chinesischen Mauer verschmachten, obgleich sie nichts anderes verbrochen haben, als dass sie redlich ihrem Herrn dienten. Reiche den Kelch deiner Gnade dem armen Kriegskameraden Rühl, der seit Jahren in Schmutz und Lumpen in einem unterirdischen Gewölbe liegt, in welchem er schon seinen Freund Taube im Elend hat umkommen sehen. Schenke die Erlösung des Todes dem Hermelin, wenn es wahr ist, dass er vergraben und verlassen in einem Kloster in Astrachan verschmachtet. Stärke mit deinem Trost Säulenberg und Hai, die einzeln in ihren Erdhöhlen sitzen, tief in der Wüste, und Ander Ochsehufut, den ein deutscher Kaufmann in einen Pflug eingespannt hat, gesehen. Gott, unser Gott, sprich nicht, Jeremias, und sagt, die Kinder Zions, die Edlen, die pursten Golde gleich geachteten, wie sind sie jetzt Gefäßen aus Ton gleichgestellt worden, Werken aus der Hand des Töpfers. Die Leckerbissen aßen, sie verschmachten jetzt auf den Straßen, die sich in Scharlach trugen, sie umarmen jetzt die Düngerhaufen. Unsere Verfolger waren geschwinder, denn die Adler des Himmels, die Seele unseres Lebens, der Gesalbte Gottes, ward gefangen in Gruben, er, in dessen Schatten wir unter den Völkern zu leben gedachten. Der Wind schüttelt die Fensterscheiben und rauschte in dem Riedgras draußen vor dem Fenster. »Gute Frau Beck«, flüsterte Stjernflücht, während er Stühle für die älteren Herren vorrückte. »Nur einen vermisse ich noch. Das ist unser geliebter Freund Ferdinand von Krämer, der junge Kornett. Ein reineres und pflichtgetreueres Herz hat nie in einer schwedischen Brust geschlagen. Wenn ich ihn sehe, muss ich an eine kühle, klare Sommernacht denken.« Ehe noch Frau Beck geantwortet hatte, erschien schon Krämer mit aufgeschlagenem Mantelkragen der Bodentreppe und richtete seine blauen Augen auf sie. »Ich habe da unten jemanden mit mir, den Sie vielleicht lieber nicht unter sich sehen möchten«, sagte er mit gedämpfter Stimme. »Es ist Leion. Ich versuche ihn von seinem Taugenichtsdasein in den Wirtshäusern wegzulocken. Wenn wir uns nur seiner mit ein wenig Geduld annehmen. Er ist im Grunde genommen nichts, es ist nichts Böses an ihm. Sein leichtlebiges Gemüt ist dem unseren so unähnlich«, antwortete Frau Beck mit hartem Ton und mildem Gesicht. »Sie müssen nicht so streng sein, Frau Beck.« Sie beschäftigte sich am Tisch und stellte die Teller ringsum. Dann ging sie zur Tür und rief die Treppe hinunter. »Krämer ist ein rechtschaffener Mann, und der, der ihm recht ist, den schließt auch keiner von uns hier aus.
Kommen Sie herauf, Leutnant Leon. Früher ergraut, mit schwermütigen Augen und blutroten Backen, vom Frost und vom Trinken schritt Leon über die Schwelle und bekam sofort einen Stuhl angeboten, als sei er einer der vornehmsten. Im Anfang saß er ganz still, aber als die Mahlzeit im Gange war und Bier eingeschenkt wurde und niemand mehr daran dachte, dass er anwesend war, da packte er ganz plötzlich die widerstrebenden Hände der Frau Beck und küsste sie und erzählte, mit welch ungeheuchelter Verehrung er sie liebe. Von Stuhl zu Stuhl wanderte er mit seinem Seidel und umarmte und drückte Bekannte und Unbekannte.